Herr Steiner, es geht um Ihren Vertrag, Ihr Vorteilspaket. Da haben Sie sich vor 4 Monaten registriert gehabt, für 3 Monate kostenfrei teilzunehmen. Mhm. Wollten Sie Ihren Vorteilspaket dann weiter nutzen oder haben Sie es vergessen zu kündigen? Ist es untergegangen? Hallo, ich grüße euch. Heute habe ich euch mal eine ganz besonders gefährliche Abzockmasche mitgebracht. Ich habe angeblich vor 4 Monaten an einem Gewinnspiel teilgenommen, das sich nun automatisch kostenpflichtig verlängern wird. Da man so nett ist, fragt man mich jetzt, ob ich noch weitere 9 Monate gebunden sein möchte oder auf 3 Monate verkürzen möchte. Man machte mir im Gespräch deutlich klar, dass ich das vergessen habe und aus der Nummer auch nicht mehr rauskomme. Das Ende des Telefonats kam dann aber doch recht abrupt. Hört selbst. Hallo? Ja? Ja, hallo, schönen guten Tag, Gönner Scherer ist mein Name. Ich melde mich aus der Gemeinschaftszentrale Ostdüsseldorf. Ich spreche mit dem Herrn Georg Steiner. Ist am Apparat. Hallo, grüße Sie. Herr Steiner, es geht um Ihren Vertrag, Ihr Vorteilspaket. Da haben Sie sich vor 4 Monaten registriert gehabt, für 3 Monate kostenfrei teilzunehmen. Mhm. Wollten Sie Ihren Vorteilspaket dann weiter nutzen oder haben Sie es vergessen zu kündigen? Ist es untergegangen? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich eins abgeschlossen habe. Sie haben ja vor 4 Monaten bei einer kostenfreien Online-Verlosung mitgemacht. Das kann sein über Aldi, Rossmann, DM, Edeka und so weiter. Da hatten Sie sich mit Ihren kompletten persönlichen Daten registriert gehabt und haben dadurch diese kostenfreien Monate aktiviert. Aha. Die Braunschweiger Straße 77, 12055 Berlin, 17.07.92, das sind Ihre Daten, richtig? Das ist richtig, ja. Genau, und in den allgemeinen Geschäftsbedingungen stand aber drin, dass Sie die kostenfreien Monate bitte schriftlich und fristgerecht kündigen, wenn Sie nicht die 9 Monate zu je 65 Euro in Anspruch nehmen wollten. Das hatten Sie bestätigt, aber leider nicht fristgerecht gekündigt. Deswegen hat sich auch der Vertrag automatisch verlängert für die 9 Monate. Möchten Sie jetzt die 9 Monate weiter nutzen? Oder sollen wir Sie lieber auf die 3 Monate runterstufen, sodass Sie so schnell wie möglich aussteigen nach den 3 Monaten? Na, wie gesagt, ich kann mich ja nicht daran erinnern, dass ich das abgeschlossen habe. Also bewusst oder unbewusst, das kann ich jetzt auch leider nicht nachvollziehen. Aber Fakt ist, dass Sie eine Registration erfolgt ist über Ihren Namen und momentan haben Sie einen rechtskräftigen Vertrag am Laufen. Möchten Sie jetzt die 9 Monate weiter nutzen oder sollen wir Sie lieber auf die 3 Monate runterstufen, Herr Steiner? Na, am besten gar nicht. Diese Option habe ich nicht. Überzeugend überreden ist jetzt auch nicht meine Aufgabe. Sie haben diese 2 Optionen. Ansonsten müssen wir das so belassen, wie es ist mit den 9 Monaten. Zu Ihrem Interesse jetzt. Ja, die 9 Monate will ich nicht haben. Dann lieber nur noch die 3 Monate so schnell wie möglich daraus? Ja, genau. Gut, dann werde ich jetzt nämlich die 9 Monate stoppen und werde sie runterstufen auf die 3 Monate, ja? Aha. Bei der Freigabe der Mindestlaufzeit, das heißt für diese 3 Monate, werde ich Ihnen innerhalb der nächsten 5 Werktagen die Rundumschutzbroschüre mit Ihrem Vorteilspaket inklusive unserer Kontaktdaten mit unserer Hotline-Nummer an die Braunschweiger Straße 77 nach 12055 Berlin per Post zukommen lassen, ja? Mhm. Sie sind geboren am 17.07.92. Ja. Das Einzige, was Sie dann noch bitte machen, bitte dieses Mal fristgerecht bis spätestens 2 Wochen vor der letzten 3. Abbuchung schriftlich bei uns eine Kontaktdaten, die wir Ihnen zusenden werden, kündigen. Und zwar per Post, Fax oder Mail einfach einen 3-Zeiler. Hiermit kündige ich fristgerecht zum nächsten möglichen Termin, ja? Na, ich dachte, wir machen das ja jetzt nur noch denn die 3 Monate. Ja, ich stufe Sie jetzt runter auf die 3 Monate und Sie müssen diese 3 Monate nochmal schriftlich kündigen und fristgerecht, ja? Wann möchten Sie die erste Abbuchung haben? Zum 1. oder zum 15. lieber? Ich denke mal zum 15. Sie gehen auch Vollzeit arbeiten, ja? Nee. Teilzeit? Nee, ich bin arbeitslos. Beziehen Sie Arbeitslosengeld 1 oder 2? 2. Okay, da machen wir das so, da Sie finanziell nicht in der Lage sind, das zu bezahlen, gebe ich die Akte so zurück an die Zentrale. Ihre Akte wird überprüft, gegebenenfalls dann erstmal stillgelegt, bis Sie finanziell in der Lage sind, das zu bezahlen, ja? Mhm. Alles Gute noch. Tschüss. Ja. Die Gemeinschaftszentrale aus Düsseldorf also. Im Internet konnte ich zu dieser Firma keinen offiziellen Eintrag finden. Komisch. Ich habe mich angeblich also vor 4 Monaten registriert, um für 3 Monate kostenfrei teilzunehmen. Und ich hätte vergessen zu kündigen. Hier ist der Betrug besonders auffällig. Denn was soll ich euch sagen? Der Charakter Gerold Steiner, den habe ich erst vor 2 Wochen erfunden und mich vor ungefähr 10 Tagen damit das erste Mal angemeldet. Daher stellt sich also die Frage, wie ich bereits vor 4 Monaten teilgenommen haben kann. Hier liegt der Betrug ganz klar auf der Hand. Man möchte den Opfern am Telefon eindeutig Angst machen, dass man die AGB nicht gelesen hat. Was die meisten Menschen auch wirklich nicht tun, weil das Pamphlet ist echt dick. Und daher werden einfach auch viele diese Aussage von den Betrügern am Telefon glauben. Was hier dann passiert, ist nicht das Verkürzen auf 3 Monate, sondern man nimmt dann das erste Mal an diesem Gewinnspiel überhaupt erst teil.
Und dann ist das Ganze natürlich auch noch ein Abo, was ich selbst kündigen muss. Dabei wurde im Telefonat erklärt, dass man hier auf 3 Monate verkürzen möchte. Auch die Erklärung, woher das Gewinnspiel stammt, ist sehr fragwürdig. Mir wurden hier lediglich bekannte Unternehmen aufgezählt. Würde man mich jedoch von einer seriösen Firma anrufen, dann würde man mir auch ganz genau sagen können, woher dieses Abo zustande gekommen ist. Was hier auch sehr auffällig ist, ist die extreme Art und Weise der Betrügerin. Sie spricht so schnell und aggressiv, dass man hier sehr schnell eingeschüchtert ist und sich gar nicht erst traut, irgendwelche Fragen zu stellen und lässt sich einfach vollquatschen. Das abrupte Ende der Betrügerin, dass ich wegen der finanziellen Lage erstmal ausgetragen werde und die Akte stillgelegt wird, ist ebenso völliger Blödsinn. Sie hat meine Aussage überhaupt gar nicht erst überprüft, also woher soll sie wissen, dass das stimmt? Der wahre Grund ist dafür eigentlich ganz einfach. Bei mir ist kein Geld zu holen und sie hat keine Zeit, um mit mir weitere Zeit zu verplempern. Daher wurde hier so schnell aufgelegt. Außerdem ist die Gefahr deutlich höher, dass der Betrug aufgedeckt wird, da man bei Arbeitslosengeld 2 sein Vermögen dem Amt offenlegen muss. Dabei sind auch die Ausgaben zu berücksichtigen, was bedeutet, dass der komplette Betrug auffliegen könnte. Ich hoffe, dass euch mein neues Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Video. Wir hören uns.